Willkommen beim Meilencoach. In diesem Video nehme ich euch auf einen regionalen Flug mit der 5-Sterne-Airline ANA, All Nippon Airways, von Hiroshima in das Paradies der japanischen Südsee, Okinawa, mit. ANA gehört zu Starlines und bietet auch in diesem relativ kleinen regionalen Flughafen eine Starlines Lounge mit einer kuriosen Bierzapfanlage, die ich euch natürlich zeige. Ich gehe der Frage nach, ob ANA auf innerjapanischen Strecken 5-Sterne-Standards setzt oder eher doch nicht. Ich zeige euch ausführlich die Kabine der First und Economy Class, zeige euch natürlich den Sitz und den Service. Dazu verspreche ich grandiose Ausblicke, die ihr nicht verpassen solltet. Übrigens, auch Hiroshima ist eine beeindruckende Stadt. Neben der Gedenkstätte zum Abwurf der Atombombe am 6. August 1945, die absolut sehenswert ist, zeigt sich die Stadt weltoffen, fröhlich und lebenswert. Ausflüge in die Umgebung bestechen durch traumhafte Natur und beeindruckende Tempel und Schreine. Mehr dazu in einem anderen Video über meine Japan-Reise, das demnächst hier auf meinem Kanal zu sehen ist. Los geht's mit dem Flugreport und gute Unterhaltung. Willkommen bei Meilencoach. Ich fliege heute mit der ANA 1861, einem Airbus 321 von Hiroshima nach Okinawa auf die wunderschöne Insel in der Südsee. Ja, auch in Japan kann man auf schöne Inseln und schöne Strände besuchen. Das werde ich jetzt machen und das werdet ihr im Rahmen meiner Japan-Reise auch sehen. Aber jetzt geht es erstmal um den Flugreport. Ich fliege in der Economy. Ich habe schon vor einiger Zeit ein günstiges Ticket erwischt für 100 Euro One-Way von Hiroshima nach Okinawa. Naha ist der Flughafen und bin schon sehr gespannt. Sitze relativ weit vorne und werde euch zeigen, was euch dort erwartet. Also, bis gleich und viel Spaß. Die Gates sind gut organisiert, also man boardet in Gruppen und es wird ganz klar eingesagt, wer als erstes darf, wer als zweites und wie das laufen wird. Ich als Senator bin Starlines Gold und darf in der Group 2 boarden. Pre-boarding wird schwierig, weil es eben auch Rollstuhlpassagiere gibt. Sieht man noch mal sehr schön den Airbus A321 von der ANA, auch Mitglied der Starlines und bei schönem, leicht bewölkten Himmel geht's ab und vielleicht ergeben sich auch schöne Blicke auf Vulkane auf der Strecke. Bevor wir boarden, zeige ich euch noch schnell den Check-in. Die Schlangen bei der Economy sind recht lang, aber dank Starlines Gold konnte ich sofort zum Check-in und hatte mein Gepäck innerhalb von wenigen Minuten abgegeben. Auch durch die Sicherheitskontrolle war ich schnell durch, sodass noch ganz entspannt Zeit für die ANA-Lounge war. Gehen wir mal rein. Zunächst zeige ich euch das Buffet. Das besteht hauptsächlich aus Getränken, Softdrinks, einige Spirituosen, Kaffee und Tee sowie ein Kühlschrank mit vorgekühlten Getränken mit Tomatensaft und Milch. Als Snack gab es nur Reiskräcker und lustigerweise Mini-Baumkuchen, der in Japan sehr beliebt ist. Dann noch einen kleinen Sitzbereich, sehr geschmackvoll und bequem. Schön ruhig, spricht hier keiner an, Mobiltelefon sehr angenehm. Los sind die Bierzapfanlagen mit gekühlten Gläsern. Das Glas wird gekippt, schön schräg gehalten und dann noch der Schaum gefüllt. Ein fast perfektes Bier, würde ich sagen. Jetzt aber schnell ins Flugzeug, damit ich euch die Kabine möglichst leer und frisch zeigen kann. Das erste Mal, dass ich mit ANA fliege und jetzt auf einem Inlandsflug. Mal schauen, also ich habe viel Gutes gehört. Sehen wir mal, ob sich das auch bestätigt. Der A321 der ANA bietet 194 Passagieren Platz in zwei Klassen. In der Business Class gibt es 8 großzügige Recliner-Sitze in einer 2-2-Konfiguration, die uns Europäer von Neid ablassen lassen. Der Fußraum beträgt hier stolze 127 cm, der Sitz ist 51 cm breit und lässt sich 140 Grad zurücklehnen. Für einen regionalen Flug sehr nice. Die restlichen 186 Economy-Sitze sind in einer 3-3-Anordnung verbaut. Ich sitze heute auf der 7K, recht weit vorne, aber mit normalem Sitzabstand. Der Sitzabstand liegt hier bei guten 79 bis 81 cm. Die Sitze weisen eine Breite von 46 cm auf, auch das ist besser als im europäischen Schnitt. Mit besonders viel Beinfreiheit sitzt man in den Reihen 5, 11 und 24. Sehen wir uns mal den Bildschirm und das Entertainment an. Für einen Economy-Kurzstreckenflug ist klasse. Bei Lufthansa gibt es ja überhaupt keine Bildschirme auf solchen Strecken.
Das Programm ist limitiert und natürlich auf den japanischen Fluggast ausgerichtet. Dennoch habe ich etwas mit englischer Tonspur gefunden. Sehen wir uns mal den Tisch und die Kontrolleinheit an. Der Tisch ist ausreichend groß und kann auch halbseitig aufgeklappt werden für Getränke. Macht einen ganz ordentlichen Eindruck. Eine kleine Fernbedienung, eine USB-Schnittstelle, Kopfhörerschnittstelle und natürlich auch einen Kleiderhaken. Falls man keine eigenen Kopfhörer dabei hat, bekommt man welche von ANA. Aber sind wir ehrlich, das Hauptprogramm findet draußen statt. Fliegen wir von Hiroshima noch bei leicht bedecktem Wetter über hügelige Landschaft, wird es immer blauer und strahlender, je weiter südlich wir fliegen. Wir fliegen über die japanische Südsee und sehen wunderbare Wolkenformationen und traumhafte Atolle unter uns. Die Vorfreude auf Okinawa steigt immens. Sehen wir uns mal den Service an, wenn man ihn so nennen kann. Ehrlich gesagt war ich etwas enttäuscht. An Bord gibt es einen einfachen Getränkeservice. Man kann Wasser, Tee, Kaffee, Cola und einige Säfte haben. Snacks und so weiter gibt es bis jetzt nicht. Ein nettes Detail. Wenn man sich als Flugfan zu erkennen gibt, dann wird man mit reichlich Goodies und einem Boarding Certificate versorgt. Wirklich sehr aufmerksam und nett. Leider geht dieser schöne Flug schon zu Ende. Die Landschaft draußen begeistert mich. Wie war nun der Flug insgesamt? War 5 Sterne wert? Bis auf den Getränkeservice, der sehr mager ausfiel, war ich begeistert. Effizientes und pünktliches Boarding, saubere und moderne Kabine, guter Sitz mit viel Beinfreiheit, ansprechendes Entertainment und eine freundliche und aufmerksame Crew. Ich würde daher 9 von 10 Punkten bzw. 4,5 Sterne geben. Okinawa ist ein Traumziel in Japan. Es gibt wunderbare Küsten mit Klippen, die einen fantastischen Blick über das Meer erlauben. Es gibt dort ein umwerfendes Aquarium, alte Burgruinen umgeben von Regenwald, die an Südamerika denken lassen und last but not least, schicke Hotels an wunderschönen Stränden mit einem berauschenden Sonnenuntergang. Mehr davon demnächst auf meinem Kanal. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du weiterhin spannende Flug- und Reiseberichte von mir sehen möchtest, dann abonniere doch meinen Kanal und gebe mir einen Thumbs up. Danke dir dafür! Was ist dein Eindruck von ANA und Japan? Schreib mir das doch bitte in die Kommentare. Wenn du so reisen möchtest wie ich, aber keine Zeit und Muße für lange Recherchen hast, dann lass dich von mir für ein faires Honorar coachen, wie viele andere Reisefans vor dir. Das spart Geld und macht Spaß. Liebe Grüße vom Meilencoach.